think of bad things when you say jazz. You think of a lot of bad things. You think of a music that is not supported, a music that does not get assistance from the government. If music is serious, it's okay, but if it's jazz, it's not as good. So jazz, the word jazz originally meant something like fuck or shit, a really bad term. Jetzt ganz ruhig und tief atmen. Ja. Das ist das Wichtigste beim Tippen, weißt du? Und richtig inhalieren. Hast du noch nie geraucht? Nein, das weiß ja so. Na komm. Next to a couple dudes, a couple brothers that don't do nothing but smoke dope, listen to the Isley Brothers, and watch cartoons all day. You know, for a living. Gonna smoke ya. Smoke ya.
so spielte sie zwar immer noch die Unschuld vom Lande, aber in Wirklichkeit träumte sie nur noch vom Sprung in die Stadt. Und der gelang ihr natürlich. Und sie geriet auch gleich in die richtigen Hände. Hallo? Just give me beat. Yeah, I was born ready, Nick. Let's go, man. Can you taste it once you spread it around? Spread your wings, you can fly, not get on down. Can you taste it once you spread it around? Spread your wings, you can fly, not get on down. Can you taste it once you spread it around? Spread your wings, you can fly, not get on down. Can you taste it once you spread it around? Spread your wings, you can fly, not get on down. Can you taste it once you spread it around? Spread your wings, you can fly, not get on down. Can you taste it once you spread it around? Spread your wings, you can fly, not get on down.
spread your wings, you can fly, now get on down. I like the way the weed smells. And they have different kinds of grass. You have your heavy wipeout kind of grass that just, you know, just buzzes you out and, I don't know, you can get all giggly and whatever. It's very, very strong. You know what I'm saying? Kabellose DeWalt, die Nagelpistole, die DeWalt 14? Ja, das Problem ist, immer wenn wir die eine Weile im Wagen liegen lassen, geht dem Bastard die Luft aus. Dann hat die Batterie einen Arsch hochgemacht. Ja, machen Akkugeräte. Vielleicht versuchen Sie es mit einem Bolzenschussgerät. Sind Sie Handwerker oder haben Sie nur was im Haus zu tun? Wir arbeiten in der ganzen Stadt. Dann würde ich sagen, die Anschaffung eines Bolzenschussgerätes rechnet sich doch nicht, wahr? Wer schießt die Bolzen? Im Grunde genommen ja. Also wie eine Pistole? Ja. Er arbeitet vollautomatisch, Kaliber 27, 6,8mm Patron. Holz, Beton und natürlich auch in Stahl. Die jagen in alles einen Bolzen rein. Kaliber 27, stimmt, ja? Ein kleines Kaliber, doch um Nägel zu verschießen reicht es. Scheiße, wissen Sie, ich habe schon oft genug gesehen, wie eine 22er durchgegangen ist und der Mann ist tot umgefallen. Die Scheißdinger pfeifen durch deine Organe durch und reißen dir den Arsch auf. Aber die großen Kugeln, Mann, die brechen dir vielleicht einen Knochen und da lachst du drüber. Ich glaube, ich werde dir nehmen, Mann. Nein, nein, Sie bezahlen einfach an der Kasse. Nein, Mann, erledigen Sie das für mich. Behalten Sie den Rest für Ihre Mühe. Das sind 800 Dollar. Was soll's, Mann? Sie haben sich die Kohle doch wirklich verdient, Mann. Behalten Sie den Scheiß. Alles klar? Ja, natürlich, Mann. Und der Akku ist besser? Das Scheißding schießt mit richtig echtem Schießpulver. Kaliber 27, vollautomatisch. Kein Rückstoß mehr, das Ding ist ein Monster im Nagelverschießen. Eine krasse Kanone. Ey, ist mein Ernst. Ist nicht nur fürs Bretternageln gut. Damit können wir die halbe Stadt umlegen.